Europaweit sind sie inzwischen zu finden, die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig. Sie erinnern an die Opfer der NS-Zeit. Und die Stadt Wermelskirchen hat seit heute einen neuen Stolperstein. Es ist die 10. Stolpersteinverlegung in Wermelskirchen. Und es ist ein ganz besonderes Ereignis, jedes Mal aufs Neue. Es ist eine ganz besondere Art des Gedenkens und eine ganz besondere Art der Erinnerungskultur. Hier hat Ludwig Bischoff bis 3 Jahre vor seinem Tod gelebt. Als junger Mann war er wegen seines Glaubens von den Nazis verhaftet worden. Der Zeuge Jehovas kam erst in ein Konzentrationslager in Berlin und musste dann unter schlimmsten Bedingungen das KZ Sachsenhausen mit aufbauen. Trotz allem war er ein lebensbejahender Mensch, sagt seine Tochter, die extra heute zur Verlegung angereist ist. Ja, ich muss sagen, dass ich mich sehr freue darüber, dass er diesen Stein bekommt. Ich habe ihn sehr verehrt und er war ja wirklich für uns ein Vorbild, auch in der religiösen Anbetung. Martin Krüger, der Enkel von Ludwig Bischoff, hat als Junge seinen Opa hier oft besucht und auch später viel über sein Leben recherchiert. Er gab den Anstoß zu diesem Stolperstein. Ich selbst habe viele Stolpersteine schon gesehen. Ich bleibe jedes Mal stehen und erinnere mich daran. Und das, was mein Großvater durchgemacht hat, darf eigentlich nicht in Vergessenheit geraten. Weil wegen seines Gewissens dafür einzutreten, für seine Überzeugung als Zeuge Jehovas, finde ich, ist eine mutige Angelegenheit gewesen. Ein weiterer Stein. Einer von über 500 im Bergischen Land, der zum gedanklichen Stolpern anregen soll, damit die Opfer der NS-Zeit nicht vergessen werden.